Hallo Leute! Na, ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt den Sonntag richtig schön genossen. Das Wetter war ja super. Zumindest hier in Rheinland-Pfalz war es richtig gut. Zwischendrin ein bisschen bewölkt, aber extrem heiß. Ja, ich war den ganzen Tag unterwegs und habe entspannt mit meiner Familie und mit den Mädels. Es war richtig, richtig schön. Richtig cooler Sonntag. Ich habe diesmal auch nicht gefilmt, da mein Handyspeicher voll war. Und ich die große Kamera nicht mitnehmen wollte. Ja, ich werde mir bald auch eine Vlogging-Kamera zulegen. Genau für solche Fälle. Aber heute gab es auch eigentlich nichts zu filmen, denn es war einfach nur entspannt. Ich hatte viele tolle Gespräche und es war richtig, richtig schön. Ja, jetzt bin ich ja heute nicht geflogen. Eigentlich dachte ich, ich müsste fliegen. So, eventuell geht es jetzt morgen los und ich wurde morgen auf Standby gesetzt. Standby bedeutet, dass ich eine Stunde Zeit habe, wenn der Anruf kommt. Das ist richtig, richtig knapp, weil ich ja eben auch noch fahren muss. Und jetzt bin ich gerade dabei, mein Handgepäck zu packen für morgen. Ich möchte jetzt alles richtig gepackt haben und ich glaube zwar nicht, dass es morgen losgeht, ehrlich gesagt, aber ich möchte alle Vorbereitungen getroffen haben. Ich muss noch die Spülmaschine ausräumen und den Müll rausbringen. Das sind auch noch so ein paar Dinge, die ich jetzt machen muss, bevor ich dann morgen losfliegen kann. Ja, ich glaube zwar nicht, dass es passiert, aber man weiß nie. Und wenn, dann geht es erst morgen Nachmittag zum Glück los. Von daher habe ich auch noch ein bisschen Zeit. Aber jetzt wird erstmal das Handgepäck gepackt. Und ich dachte mir, das ist ein super Anlass für ein Video. Und ich zeige euch mal, was ich so packe. Los geht's mit meinem Handgepäck. Zum einen habe ich immer diesen Koffer dabei und auch noch eine Handtasche. Zuerst packe ich aber jetzt mal den Koffer. Der Koffer hat die perfekte Größe. Ich kann ihn super oben in die Ablagefächer packen. Und wenn da alles voll ist, dann passt der auch super einmal so drin sitzt. Das ist richtig gut. Es passt auch genug in den Koffer rein. Ich zeige ihn euch nochmal. Der ist von Samsonite. Ich verlinke ihn euch auch unten in der Infobox mal, falls ihr ihn auch kaufen wollt. Ich finde ihn richtig gut. Allerdings hat er nur zwei Rollen. Das ist ein bisschen doof. Und mein nächster Kabinentrolley wird auf jeden Fall vier Rollen haben. Was super praktisch ist an ihm, ist, dass er von der Größe, von der Breite perfekt auf meinen anderen Koffer drauf passt und ich ihn hier einfach an einen anderen Koffer dran schnallen kann quasi, beziehungsweise so oben drauf stellen kann. Das ist super praktisch, denn mein großer Koffer hat vier Rollen und somit muss ich den nicht extra auf der anderen Seite mit mir rumziehen. So sieht das gute Stück aufgeklappt aus. Auf der einen Seite ist so ein Fach hier mit einer Schnalle und auf der anderen Seite ist einmal so ein Fach, dass ich dann auch zumachen kann. So, hier drüben liegen die Sachen, die alle rein müssen. Zum einen muss nämlich auch meine Uniform mit, denn wie ihr vielleicht mitbekommen habt, fliege ich sehr oft mit der Linie und auch morgen wird es wieder so sein, dass ich mit der Linie zu meinem Einsatzort fliege. Man nennt es Proceeden und da es ja immer sein kann, dass der Koffer wegkommt und die Uniform aber auf gar keinen Fall wegkommen darf. Ich probiere im Moment die Rolltechnik aus und habe das jetzt auch heute wieder probiert mit meiner Uniform. Im Koffer hat es schon richtig gut geklappt. So, die Bluse habe ich schon drin. Jetzt, das war der Rock. Hier einmal die Weste. Das passt bisher richtig gut. Ich glaube, es könnte was werden. So, der Blazer nimmt natürlich am meisten Platz weg. Und dann kommen noch die Schuhe dazu. So, der ist auch gerollt. Hier. Die kommen auch mit rein, wobei die wahrscheinlich besser hier passen. Da ich mit diesen Schuhen nicht so lange aushalte bei langen Flügen, habe ich immer noch flache Ballerinas dabei. Und das sind so richtig coole Ballerinas, die kann man nämlich so zusammenfalten, die nehmen nicht so viel Platz weg. Die heißen, glaube ich, Butterfly Twists. Die sind echt cool, die gibt es am Flughafen, richtig süß. Die kommen auch mit rein, aber die passen vielleicht sogar hier. Dann habe ich natürlich immer Sonnenbrillen dabei. Die reisen auch im Handgepäck, denn die sind einfach super wichtig. Wenn ich aus dem Flieger aussteige, brauche ich manchmal direkt eine Sonnenbrille. Und deswegen wäre das richtig doof, wenn die im Koffer wären. Komm also auch mit. Ich habe da nicht so eine Struktur, ich probiere da immer rum. Das ist ein bisschen wie Tetris-Spiel, ich schaue einfach, was passt. So, ganz, ganz wichtig ist auch mein Kletteisen. Und dieses Teil verreise ich nicht. Wie ihr vielleicht gesehen habt, habe ich Naturlocken. Und es gibt Tage, an denen die mich richtig nerven und dann möchte ich sie einfach schön wellen oder glätten und das kann ich beides mit diesem GHD Glätteisen machen. Das ist schon relativ alt, aber
funktioniert noch einwandfrei. Ich glaube, es ist schon über 5 Jahre alt und es ist super, immer noch. Und ich liebe eben auch die Glätteisenwellen, also das finde ich richtig, richtig schön. Blöd ist nur, bei der Kontrolle kommt es öfter vor, dass ich rausgerufen werde und mein Glätteisen auf Sprengstoffspuren untersucht wird. Aber daran habe ich mich schon gewöhnt. Kein Problem. So. Dann gibt es noch ein paar Kleidungsstücke, die ich gerne mitnehmen würde im Handgepäck, denn die sind neu und für mich irgendwie wichtig im Moment und ich habe einfach schon ab und zu Angst, dass der Koffer doch mal wegkommt und vielleicht gar nicht mehr auftaucht. Das ist bei meinen Kollegen schon teilweise wirklich passiert, also dass der Koffer auch mal geklaut wurde am Gepäckband und eigentlich denke ich nicht, dass es vorkommt, aber falls doch, habe ich einfach die wichtigsten Sachen, die Sachen, die mir am allermeisten am Herzen liegen, die mir am wichtigsten sind, auch die, die am teuersten sind, zum Teil in meinem Handgepäck. Wobei ich schon darauf achte, nicht so viele teure Kleidungsstücke mitzunehmen, das sowieso nicht. Aber auch mein Laptop wird im Handgepäck mitfliegen, meine Kamera wird im Handgepäck mitfliegen und die muss auch noch hier rein. Das ist echt immer ein Problem, weil so viel passt in den Koffer nicht rein, aber mal schauen. So, ich bin jetzt auch am Ausprobieren mit dieser Rolltechnik, wie das läuft. So, dann habe ich noch eine Warnweste, die ist auch richtig wichtig. Denn wenn wir übers Vorfeld laufen und keine Warnweste anhaben, bekommen wir eine saftige Strafe. Deswegen ist auch ganz wichtig, aber die ist ja ganz klein, die kann ich ja da reinstopfen. So. Und deswegen kommt es auch mit rein. Wird ganz klein gemacht. So, dann habe ich noch 2 andere Tops, die ich halt einfach unheimlich gerne anziehe. Und außerdem ist es nicht schlecht, wenn man ein bisschen Ersatzklamotten im Handgepäck hat. Denn man weiß ja nie, ob der Koffer vielleicht nicht ankommt oder zu spät kommt und so weiter. Und deswegen packe ich auch meistens noch 1, 2 Unterhosen mit rein. Man weiß ja nie. So, jetzt kommt die hier noch rein. Also ich muss sagen, bisher passt schon mehr in diesen Koffer, als ich dachte. Wenn ich alles flach reingelegt hätte, wäre der schon voller. Das muss man echt schon mal sagen. Dann habe ich noch eine Ersatzzahnbürste. Man weiß ja nie. Eigentlich braucht man die nicht, denn falls der Koffer nicht ankommt, bekommt man von jeder Airline ein Notfallset. Da sind dann so Sachen drin wie Zahnbürsten und ich glaube auch so ein kleiner Schlafanzug oder ein T-Shirt zumindest. Also ist eigentlich kein Beinbruch jetzt, wenn man keine Zahnbürste hat. Und Hotels haben ja sowieso immer Ersatzzahnbürsten. Dann packe ich auch noch ein Bikini mit ein, denn wie schon gesagt, man weiß nie, ob der Koffer mitkommt oder später ankommt. Und es wäre fatal, wenn ich irgendwo bin und die Sonne scheint und ich kann nicht ins Wasser, weil ich kein Bikini habe. Das wäre ganz schrecklich. So, dann kommt der nochmal rein. Und dann habe ich hier noch meine GoPro drin, die kommt auch mit. Ich habe hier in so ein kleines Täschchen gepackt, zusammen mit dem passenden Kabel dazu. Die muss natürlich auch im Handgepäck mitfliegen, denn so technisches Equipment und wie schon gesagt, die teuren Sachen sollten sowieso immer ins Handgepäck. Hier ist dann noch meine Tasche mit dem anderen Kamera-Equipment, mit dem Kabel für die Kamera hier und auch mit dem Fernauslöser. Kommt auch mit rein. Hey, das läuft schon richtig gut, merke ich. Reisepass kommt in die Handtasche. Die packe ich jetzt. Ja, als nächstes packe ich meine Handtasche. Das ist die hier. Die ist ziemlich groß. Die gehört zu meiner Uniform dazu. Und deswegen nehme ich die einfach immer, damit ich sie nicht in den Koffer packen muss. Nehme ich sie einfach immer direkt als Handgepäckstück. Und da kommen jetzt folgende Sachen rein. Zuallererst mal mein Laptop. Ganz, ganz wichtig. Mein Laptop, der muss immer in meine Handtasche mitfliegen. Dann meine Reisepässe. Ich habe 3 an der Zahl. Der hier ist abgelaufen, aber da ist mein USA-Visum drin und das ist 10 Jahre gültig, deswegen muss der immer mit. Und dann habe ich noch den hier und noch den hier. Ja. Ansonsten kommt auch noch die Uhr mit, denn als Flugbegleiter ist man dazu verpflichtet, immer eine Uhr zu tragen mit Sekundenzeiger. Dann eine Packung Tempos, kommt auch mit rein. Dazu meine Brille, die werde ich ab morgen auch tragen beim Flug, falls ich fliegen sollte. Kommt das auch mit rein. Dann habe ich hier noch einen Mini-Tangle-Teaser, den ich auch mal mitnehme. Und das Coole ist, dass der hier so einen Deckel hat. Was auch nicht fehlen darf, ist eine Schlafmaske, ganz klar. Außerdem mein USB-Kabel, mein Ladekabel fürs Handy und Kopfhörer fürs Handy. Kopfhörer packe ich direkt mal hier rein. So. Das hier ist meine kleine Schatztasche und die muss immer mit. Da ist alles drin, was ich brauche.
Da ist eine Nagelfeile drin, da ist ein Lippenpflegestift drin. Dann nehme ich immer den von Elizabeth Arden, der von der 8-Hour-Cream quasi, der passende Labello. Der ist super beim Fliegen, der ist richtig, richtig schön fettend. Perfekt also. Dann habe ich noch eine Augencreme, eine Handcreme und so weiter. Habe hier noch ein Facial Oil. Das nehme ich gerne bei Nachtflügen, denn die Haut trocknet so unglaublich aus im Flieger. Und das war mal in so einer Glossy Box und ich finde die Größe ganz cool, deswegen nehme ich das. Ja, dann habe ich da noch ein Nagelpflegeöl drin, denn ich liebe es mir mitten während des Fluges, wenn mir langweilig ist, mal die Nägel zu ölen. Und ein Mundspray, das ist total süß, das ist so klein und pink, von Hello. Das habe ich mal in der Boots Pharmacy in London gekauft. Dann eine Mini-Nagelfeile aus dem Hotelzimmer, die gibt es ganz oft in Hotels und ich sammle die immer, die finde ich super. Die halten nicht besonders lange, aber gerade so für zwischendurch sind die perfekt. Dann habe ich hier noch einen Augenbrauenstift drin, so einen leicht abgenutzten alten, aber der ist super, um mich einfach mal kurz aufzufrischen. Also ihr seht schon, hier ist echt alles drin, alles Mögliche. Dann habe ich hier noch so eine kleine Creme von La Roche-Posay. Ich nutze diese ganzen kleinen Mini-Cremes immer als Hand-, Gesichtscreme und sonst was, denn die Luft ist einfach viel zu trocken, man sollte sich immer, immer eincremen. Und ja, ich finde da eben diese kleinen Tuben ganz super und nehme die immer für alles. Was gibt es noch? Kopfhörer. Ich habe zum einen meine iPhone-Kopfhörer dabei für mein iPhone und für meinen Laptop. Ich sammle immer die Kopfhörer bei den verschiedenen Airlines. Und dann habe ich mal noch die hier gesammelt. Zweimal, wer weiß, ne, was passiert. Ich glaube, die gibt es bei Emirates oder so. Ich weiß gar nicht. Nee, bin nicht bei Emirates. Wo war das denn? Swiss vielleicht? Ich weiß es nicht. Wenn ihr bei Swiss fliegt, dann fragt, sagt mir mal bitte, ob ich die Kopfhörer von euch habe. Die sind einfach schwarz, sind hier oben nicht ganz bequem. Das sind diese großen, ja, diese großen Runden, die einfach nur diesen Schaumstoff drumherum haben. Aber das hier, der hier hat zwei Stecker. Das ist ja genau der Anschluss, den es in den Flugzeugen immer gibt. Ja, Emirates hat zum Beispiel nur die Kopfhörer, die man hier so über den Kopf zieht, diese ganz normalen alten Kopfhörer, sage ich mal. Die sind jetzt nicht so mega bequem, also mir tun die immer relativ schnell weh und ich mag einfach lieber In-Ear-Kopfhörer. Wenn ich da jetzt aber meine iPhone-Kopfhörer nehme, die nur einen Stecker haben, oder die roten, die auch nur einen Stecker haben, die sind zwar bequemer, aber dann höre ich nur auf einem Ohr, denn der Ton läuft dann nicht über beide Seiten. Deswegen habe ich dann die hier. Die haben einen Doppelstecker, der genau ins Flugzeug passt und trotzdem In-Ear ist. Deswegen sammle ich immer die ganzen Kopfhörer ein, also die, die man mitnehmen kann. Meine. Ah, dann habe ich noch mal andere. Ja, cool. Ha, wie cool. Jetzt sehe ich gerade, diese hier, die haben auch diesen bequemen Stecker. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Diesen mega bequemen Stecker und diesen tollen In-Ear-Stecker. Und auch zwei. Okay, also ich könnte echt einen Kopfhörerladen aufmachen. Ja, ich sammle die Dinger immer und man weiß ja nie, manche gehen ja auch kaputt. Ich benutze ja immer die L'Oreal Mascara, die auf der einen Seite weiß ist und auf der anderen Seite schwarz. Und wenn die ein bisschen älter werden, dann kann es manchmal sein, dass die auseinanderbrechen. Und mir ist das neulich bei einer mal relativ schnell passiert. Und dann habe ich einfach mal den unteren schwarzen Teil genommen und auch mit in mein Set gepackt. Ich fliege dann grundsätzlich eigentlich auch ungeschminkt bei langen Flügen. Und nach dem Flug möchte ich mich aber vielleicht auffrischen und dann habe ich immerhin ein bisschen schwarze Mascara dabei. Ja, und eine ganze Mascara wird hier nicht mehr reinpassen, wie ihr seht. Das ist ja komplett volles Teil. Falls ihr meinen DM-Haul gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich ein riesen Fan von diesem Indefectible 24-Stunden-Make-up von L'Oreal bin. Das fliegt auch immer mit im Handgepäck mit und da es komplett trocken ist, muss es auch nicht mit in den Plastikbeutel. Und dann nehme ich immer eine kleine Wasserflasche mit. Wenn ich die dann am Flughafen ausgetrunken habe, nehme ich die leere Flasche mit durch die Security-Kontrolle und fülle sie mir auf der anderen Seite mit Leitungswasser wieder auf. Das heißt, ihr müsst eure Flaschen gar nicht wegwerfen, ihr trinkt sie einfach leer und füllt sie danach wieder auf. Viele Flughäfen haben auch diese Wasserspender, die könnt ihr auch super nehmen. Gerade in einigen Ländern sollte man ja das Leitungswasser nicht trinken, aber hier in Deutschland ist es ja absolut kein Problem. Ja, das Gute ist ja, wenn wir durch die Crew-Kontrolle gehen, dann müssen wir das Wasser nicht mal ausschütten, denn Flugbegleiter dürfen Wasser tatsächlich mitnehmen. Finde ich super.
Das ist so, ja, das ist was ich richtig, richtig toll finde. Da freue ich mich jedes Mal total. Was auch noch mitfliegt, sind, ja, wie heißen die? Oropax. Oropax steht hier hinten drauf. Ich habe gerade echt überlegen müssen, wie die Dinge heißen, ja. Und mit Ohrstöpseln schläft es sich gleich noch ein bisschen besser. Außerdem kommt ein Müsli-Riegel immer mit für den Hunger zwischendurch. Man weiß ja nie, ich meine, es ist ja nicht so, dass es am Flughafen nichts gibt, aber es ist immer so mega teuer. Und außerdem habe ich immer noch Brillenputztücher dabei, denn meine Brille verschmiert immer. Falls ihr auch Brillenträger seid, dann sagt mir doch mal, ob das bei euch auch so ist. Mich nervt das so, die Brille ist ständig verdatscht. Jeden Tag muss ich die mehrmals sauber machen und gerade im Flieger ja, geht es noch schneller. Deswegen Brillenputztücher ganz wichtig. Ansonsten habe ich auch noch immer einen Kuli dabei und den Tipp möchte ich euch auch gerne geben, denn ihr kennt das ja bestimmt, dass ihr ab und zu mal Einreisekarten ausfüllen müsst in manchen Ländern und ja, da braucht ihr einen Kuli für. Praktisch. Ich nehme die immer aus den Hotels mit. Dann kommt natürlich noch mein Ausweis mit rein, mein Co-Ausweis und mein Flughafenausweis. Die kommen auch noch mit rein und ja, ihr seht schon, die Tasche geht nicht mehr zu. Was muss denn da noch rein? Was zu essen muss da noch rein? Da packe ich auf jeden Fall noch was zu essen rein und das war's dann. Ja, und die Uhr kommt natürlich auch noch rein. Ich denke, ich habe alles. Ja, sieht gut aus, würde ich sagen. So, also ich mache jetzt hier noch ein kleines bisschen klar Schiff und kümmere mich um meine Spülmaschine. Und dann sehen wir uns im nächsten Video und dann berichte ich euch morgen natürlich davon, ob ich nun geflogen bin oder nicht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn es losgeht. Und wenn nicht, dann genieße ich das schöne Wetter eben hier. Das ist natürlich auch gar kein Problem. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen wundervollen Start in die neue Woche und einen schönen Montag. Ich glaube, das Wetter wird jetzt richtig, richtig, richtig gut. Und ja, genießt den Tag, genießt die Woche. Bis morgen. Tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm auch gerne einen Daumen nach oben. Und abonniert meinen Kanal. Ich freue mich drüber.